Von der Wendebachsee-Hütte zur Schweinfurter Hütte. Die Tourdaten sind recht moderat. 11 Kilometer Länge, 600 Höhenmeter Aufstieg und ca. 800 Höhenmeter Abstieg. Auch das Höhenprofil ist recht angenehm. Nach dem mäßig steilen Anstieg geht es nur noch moderat bergab. Unsere hier gezeigte Tour war Bestandteil einer mehrtägigen Hüttentour von Mayern bis nach Kütahya. Dabei ging es in 6 Tagesetappen über die Teplitzer Hütte, Schneeberghütte, Siegerlandhütte, Winnebachseehütte und Schweinfurter Hütte bis nach Kütahya. Zurück zu unserer Tagesetappe. Um 9 Uhr morgens geht es bei der Winnebachseehütte los. Irgendwie halbes Kilo, wobei, wie die Dame gestern schon sagte, man könnte die selber umbasteln oder noch leichtere kaufen. Ja, 3 Meter Schneefeld. Wieder 3 Meter Schneefeld für den ambitionierten Bergwanderer.
zurück ins Tal. Der Sonne. Der Schnee ist eigentlich schön weich, weiß man aber nicht, wie auf der anderen Seite ist. Hier sieht man das Zwieselbachjoch in 3D-Ansicht. So, und wenn du wirklich hier abrutschst, Stöcke wegwerfen und mit den Händen festkrallen. Ist hier alles so weich, dass das gut geht. Und die Stöcke rutschen nicht weiter. Blick zurück zur Scharte. Ja.
Der Weg zieht sich jetzt hier durch das Gras und am Bach entlang einige Kilometer hin und es prägt diesen Abschnitt der Tour. Thank you.
dein Austragshäusel. Euch Schnaps. Das erste Bier nach der langen Wanderung in der Sonne vor der Hütte ist einfach unbezahlbar. Naja, es kostet knapp 5 Euro. Essen und Verpflegung sind auf der Schweinfutterhütte wie immer ausgezeichnet und wir verbringen noch einen sehr schönen Hüttenabend.